Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold und unser Thema heute die anderen Rosen von David Austin. Hier zum Beispiel Ladies Blush. Es gibt ein ganzes Sortiment von David Austin Rosen, die anders sind als David Austin Rosen. Nicht voll gefüllt, nicht fast sich selber sprengend vor Blütenblättern, sondern halb geöffnet, halb gefüllt, die Staubfäden zeigend, sehr, sehr gesund, Mischungen zwischen Beet und Strauchrosen. Dazu gehören Morning Mist, Scarborough Fair, Ladies Blush, Skylark, Champagne. Das sind so die Sorten. Wir überlegen uns seit längerem, ob wir die auch im deutschsprachigen Raum konzentriert als Sortiment anbieten wollen. Schauen Sie sich hier Ladies Blush an. Wirklich sehr gesund. Es gibt hier Krankheiten, es gibt falschen und echten Mehltau in diesen Pflanzungen. Hier in Wisley bei der Royal Horticultural Society zur Genüge. Aber diese Sorte ist sehr gesund. Ladies Blush, wirklich leicht errötende Lady, könnte man vielleicht auch sagen. Eine wirklich sehr, sehr feine Rose. Vielleicht bald im Lubera-Sortiment zu finden. Sonst besorgen Sie sich anderswo. Probieren Sie diese Rose aus. Es lohnt sich wirklich. Wie immer, schreiben Sie Ihre Kommentare unten rein, unterhalb des Videos. Was für Erfahrungen haben Sie mit David Austin Rosen gemacht? Haben Sie diese halb geöffneten, einfacheren David Austin Rosen schon mal ausprobiert? Schreiben Sie Ihre Kommentare unten rein und vergessen Sie nicht, weiter zu werben.